Hallo Leute, gute Nachrichten. Man kann jetzt ein PlayStation 5 Controller Update ohne die PlayStation 5, ohne die PS5 machen, ja, wenn ihr den PlayStation 5 DualSense Controller auf dem PC nutzt oder am Handy und keine PlayStation 5 habt, ja. Manche spielen ja mit dem Controller Fortnite am Handy oder am PC. Könnt ihr jetzt quasi das Update machen. Sony hat eine neue Software, neue App rausgebracht für PC. In diesem Video zeige ich dir, wo du die bekommen kannst, ja, wie du die runterlädst, wie du die installierst und wie du dann ein Update für deinen PlayStation 5 Controller am PC machen kannst. Wenn du es feierst, lass doch ein kostenloses Däumchen hoch da, kostenloses Abo und mach die Glocke an. Ein paar Leute von euch werden wahrscheinlich jetzt komplett überrascht sein und denken, was, man kann einen PlayStation 5 Controller am PC benutzen, man kann einen PlayStation 5 Controller mit dem PC verbinden, man kann einen PlayStation 5 DualSense Controller mit dem Handy benutzen. Wie geht das Ganze? Ist ganz einfach. Alles, was ihr braucht, um den PS5 Controller am PC zu benutzen, ist ein Kabel. Zum Beispiel das Kabel, was bei der PS5 beiliegt. Aber ihr könnt auch jedes andere USB-Kabel nehmen. Ne? Ihr habt hinten hier am oder oben am PlayStation 5 Controller den USB-C-Anschluss. Da steckt ihr dann quasi das Kabel rein. Ne? Also quasi hier, zack, USB-Kabel einfach rein. Ja? Und das andere Ende vom Kabel kommt dann in den PC. Wenn ihr keine PlayStation 5 habt, könnt ihr jedes andere USB-Kabel nutzen, zum Beispiel vom Handy, das Ladekabel, ne? Wenn es USB-C auf der einen Seite hat, auf der anderen Seite kann es USB-C, USB 2.0, USB 3.0 haben, einmal im PC reinstecken und so könnt ihr es per Kabel verbinden. Ich empfehle immer eine Kabelverbindung, dann hat man eine niedrige Latenz, ist gerade bei E-Sport-Titeln, bei Games, wo es um was geht, besonders wichtig. Wenn ihr per Funk spielt, habt ihr immer eine gewisse Übertragungsverzögerung drin und das ist natürlich doof, wenn man halt schießen will, ausweichen will oder sonst irgendwas. Man kann den Controller natürlich mit PC als auch mit Handy per Bluetooth verbinden. Dazu einfach Bluetooth am Handy oder PC anmachen. Euer PC oder Notebook muss natürlich Bluetooth unterstützen. Die Handys haben das alle. Und dann aktiviert ihr Bluetooth, macht die Gerätesuche an, drückt auf neues Gerät hinzufügen, suchen. Ne? Und dann müsst ihr auf dem PS5-Controller hinten, wo ist es hier, da ist so ein kleines Loch, ich hoffe, ihr könnt es sehen. Ne? Da könnt ihr mit einem spitzen Gegenstand eine kleine Nadel reinpieksen. Dann weiß euer Controller, hey, ich werde gesucht. Ja? Dann sendet ihr halt an alle anderen Geräte rumherum, hey, ich bin PS5-Controller, fügt mich hinzu, ja, ich will mit euch spielen. Und dann findet euer Handy oder euer PC den PS5-Controller und ihr könnt mit dem PS5-Controller am Handy oder PC spielen. Und jetzt geht's weiter mit dem Update. Ja Leute, also wie gesagt, jetzt gibt es hier die App, die neue App von Sony, haben sie auf Twitter veröffentlicht, klickt da einfach auf den Link, ich packe euch den unten in die Beschreibung des Videos, dann kommt ihr zu der Seite, wo ihr die Software runterladen könnt. Das ist dann die Website, wo man die Software für Windows runterladen kann, um dann ein Update der Firmware auf dem PlayStation 5 Controller durchzuführen. Ihr seht schon, das Ding funktioniert nur mit Windows 10, Windows 11, 64-Bit. Wenn ihr 32-Bit Betriebssystem habt, was die meisten eigentlich nicht mehr haben sollten, geht es nicht. Windows 8, Windows 7 sollte auch nicht gehen. Könnt ihr gerne mal ausprobieren, wenn ihr Windows 7 oder Windows 8 habt. Und wenn es klappt, unten in die Kommentare reinschreiben. Ja, ihr seht hier dann auch die ganze Anleitung. Wir drücken einfach auf Runterladen. Ja, ihr seht schon, jetzt lädt das runter. Ich habe jetzt hier den Chrome-Browser. Das heißt, ich weiß nicht, ihr seht es, glaube ich, jetzt gerade hier nicht. Also ich habe jetzt hier unten, da steht es drin, es ist fertig runtergeladen. Da drücke ich dann einfach drauf. Ansonsten guckt einfach in eurem Download-Ordner. Die Software fragt euch dann, das Windows fragt euch dann, ob ihr die Software installieren wollt. Dann geht ein Dialog auf, wo ihr die Sprache auswählen könnt. Jo, das sieht dann halt so aus. Ne? Dann wählt ihr halt eure Sprache, von mir ist Deutsch, Türkisch, Russisch, worauf ihr auch immer Bock habt. Ne? Drückt dann einfach auf OK. Und dann habt ihr hier einfach den normalen Installationsdialog. Ne? Erzählt euch hier ein bisschen was, lest euch die ganzen Bedingungen durch, solltet ihr immer machen, damit ihr nicht aus Versehen eure Niere oder eure Leber verkauft. Ne? Ist hier safe, habe ich mir vorher angeguckt, Leute, keine Sorge. Und dann geht ihr auch weiter, ja, könnt euch noch einen Ordner aussuchen, wo ihr es installieren wollt, drückt dann einfach auf Installieren, dann installiert ihr das Ganze. Wenn er fertig ist, könnt ihr dann auf Programm starten gehen, ja, dann startet die Software. Das Ganze sieht dann so aus, ne? Es sagt dann, verbinde deinen Controller über das USB-Kabel mit dem PC. Wie gesagt, ihr könnt dann einfach das Kabel nehmen, was bei der PlayStation 5 dabei war oder auch jedes andere Kabel. Wenn ihr ein Handy habt, ja, mit dem ihr was USB-C hat auf der einen Seite und auf der anderen Seite irgendeinen anderen USB-Anschluss, könnt ihr das auch nehmen. Ja? Ihr könnt wirklich jedes USB-Kabel nehmen, ist vollkommen egal. Ich würde auch immer empfehlen, wenn ihr zockt, per Kabel zu zocken, gerade bei Multiplayer-Games, bei Competitive-Games, bei wettbewerbsorientierten Games, ne? Wo es um was geht, ne? Vor allem auch Online-Games, ich hätte da gar keinen Bock zu verrecken, weil mein Controller eine Latenz hat. Wenn ihr über Funk spielt, über Bluetooth, ihr habt immer Latenz, ihr habt immer eine Verzögerung drin. Ne? Am Kabel habt ihr halt null Latenz, ja, beziehungsweise fast null, ja, also unspürbar, deswegen meine Empfehlung immer per Kabel. So, dann wie gesagt, schließen wir das Ding jetzt mal an dem PC
Okay, Controller ist verbunden. Ihr seht jetzt quasi, zeigt euch an den Controller und die Firmware. Er zeigt auch an, dass es lädt und er zeigt euch an, dass es auf dem neuesten Stand ist. Das heißt, es gibt kein neues Update. Wenn es ein neues Update geben würde, würde jetzt hier stehen, neues Update verfügbar. Willst du das Update installieren? Drückt ihr auf Ja und wartet, bis das Update abgeschlossen ist. Startet den Computer nicht neu, macht den Computer nicht aus, nehmt den Controller nicht weg, weil damit könnt ihr dann euren Controller schrotten. Wenn ihr Firmware-Updates macht, egal ob Controller, PlayStation, irgendeine Konsole, euer irgendwas am PC, immer warten, bis das Ding fertig ist, okay? Ganz, ganz wichtig. Ansonsten kann man die, man nennt das Bricken, die Hardware Bricken, und dann könnt ihr nichts mehr machen, müsst das Ding bei Sony einschicken oder so. Ist ziemlich ärgerlich, okay? Ja, dann ist es, wie gesagt, da könnt ihr so die Firmware Update, das Firmware Update, die PS5 Controller Firmware updaten, ja, quasi aktualisieren, die neueste Version draufpacken. Wichtig zu wissen ist, es gibt eben ein paar Einschränkungen. Das mit Windows habe ich gerade erzählt. Ihr könnt das Update nur per Kabel machen, ihr könnt es nicht per Bluetooth machen. Ihr könnt halt, wie gesagt, einen PlayStation 5 Controller per Bluetooth, ein Handy verbinden, ein PC, whatever. Aber zum Update am PC müsst ihr das Ding per Kabel verbinden. Ihr könnt immer nur einen Controller aktualisieren, ein Update, ja, also ein Controller updaten gleichzeitig. Das heißt, ihr müsst erst einen Controller reinstecken, den ersten, den ihr updaten wollt. Wenn ihr mehrere Controller habt, lasst die Software das machen, lasst es aktualisieren, lasst das Update machen. Dann schließt ihr den ab, also trennt den wieder halt, ne, macht den weg vom PC, dass er nicht mehr verbunden ist. Dann verbindet ihr den nächsten Controller, den ihr updaten wollt und so weiter. Ne. Quasi, ihr könnt nicht gleichzeitig mehrere Controller updaten. Ihr müsst immer jeden einzelnen Controller einzeln anschließen, einzeln updaten, wenn ihr mehrere PlayStation 5 Controller habt. Joa, wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es unten in die Kommentare rein. Wenn ihr irgendwie Videos haben wollt, rund um PlayStation 5 verbinden, irgendwas oder zum Controller, schreibt es unten in die Kommentare rein. Gucke ich mir gerne an, mache ich vielleicht ein Video zu. Ansonsten Dankeschön fürs Zuschauen, viel Spaß mit dem Update des PS5-Controllers am PC. Haut rein, macht's gut, ciao.